Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Super Luigi U. Es geht weiter. Wir haben im letzten Part die Sandkuchenwüste abgeschlossen und nun haben wir die Möglichkeit zwischen Eiswürfel, Eisfälle und Minzmeer. Witzigerweise, wer es noch nicht wusste, es ist das erste Spiel, also mit New Super Mario Bros. U natürlich auch, wo die Wasserwelt nicht die vierte Welt ist. Normalerweise war immer nach der Wüstenwelt die Eiswelt da und dann die Wasserwelt. Hier ist es allerdings andersrum, warum auch immer. Man weiß auch nicht wieso, deswegen man hat es auch hier offen gelassen. Doch wenn man nämlich ins Menü geht und dann zu den Sternenmünzen, dann wird man später erkennen, wenn man mal zu beiden gelaufen ist. Das zeige ich euch dann zum späteren Zeitpunkt, dass zuerst Minzmeer ist. Ja, kommt praktisch. Deswegen machen wir auch mit der weiter. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Okay, Minzmeer 1, Strand der 1000 Strandhütten. Okay. Da ist da kein Nummer 1. Dich frieren wir mal schön ein. Perfekt. So. Nein, verdammt. Ja, nee, ist klar. Weil ich jetzt nochmal getroffen wurde, darf ich jetzt... Ja, super. Irgendwie habe ich schon mal 2 Münzen verpasst. Okay, gehen wir nochmal rein. Nützt dir nichts. So, jetzt versuche ich mal die Eisbombe zu behalten. Ah, perfekt. Das One-Up bekommen. Was? Das ist die letzte. Wo ist denn da keine Nummer 2? Aha. Das ist eine Röhre. Die habe ich ja total übersehen. Und das ist ein riesiger Pixel Luigi. Ist es schon herrlich. Ist es eine echt schöne Musik. Ja, super, die leben wieder. Na, teilweise. Warum irgendwie ein Einzelner wieder lebt, ist... Und ich hab nur noch... Nein! Warum? Na super, jetzt kann ich da normal rein. Das geht ja gut los im Minzmeer, ja? Ach man, ich hab da jetzt schon keine Lust mehr, wenn ich jetzt die ganze Zeit getroffen werde. Das ist auch gar nicht einfach, in diese Röhre zu kommen. Irgendwie muss das immer gut timen.
Okay. Na super. Ja, kann sie knicken. Das endet ja jetzt schon nicht gut, hey. Wir hängen am ersten Level so sehr fest. Warum und dann... Ja, Mann, das... Na! Warum bleibe ich jetzt hier so hängen? Mann, ich... Dieser erste Level ist so einfach eigentlich. Gib mir diesen blöden Pilz, ey. Ich hasse diesen komischen Krabben da. Ach, geschafft, ey. So, und jetzt einfach nur noch Starker Nummer 3. Es ist so schwer. Nein, eigentlich nicht. So. Ist mir egal, ich wäre nur noch ein Ziel, ey. Oh Mann. Das gibt's nicht. Einmal kurz warten. So, bevor ich den Namen nachher wieder vergesse, gebe ich ihn mal kurz ein. Minzmeer 2, Igloo-Korridor. Das erfüllt mich ja mit Hoffnung. Aha. Darauf falle ich ganz bestimmt nicht rein. Oh, na super. Ich mag die Musik einfach auch, die ist so geil. Also als ich klein war, mochte ich die Wasserwelt überhaupt nicht, weil es halt verhältnismäßig zu den ersten drei dann doch schon eine deutliche Schwierigkeitssteigerung hatte. Bei New Super Mario Bros. Wii. Aber hier ist sie einfach auch mega geil. Gut, ist sie bei der Wii-Version auch, aber... Nein, was soll das? Toll. Geht mir alles aus dem Weg. Das muss ich jetzt echt so fehlerhaft machen. Naja, wir haben es geschafft. Auch wenn ich klein bin. Was? Das gibt's doch nicht. Kein Wonder? Naja. Egal. Und vor allem, dass schon nach dem zweiten Level die Burg kommt. Minzmeer ist echt ziemlich klein. Aber gut. Ab ins Wonder House. Mal sehen, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Nein, da kam gleich zwei, das gibt's nicht. Hä? Warum habe ich den jetzt nicht gekriegt? Nein.
Das gibt's doch nicht. Aber immerhin 4 Leben. Ist okay. Damit kann ich mich auf jeden Fall arrangieren. Irgendwas Positives muss immer passieren. Okay, Minzmeerburg durchlöchert im Turm der Dornsäulen. Oh Gott. Wenn ich das schon lese, habe ich keine Lust mehr. Und nee, nicht die. Ah, hier war so eine blöde Starke, daran erinnere ich mich noch. Oh nee. Kann ich hier zurück? Ja, ich kann zurück. Aha. So läuft das hier also. Darauf muss man auch mal kommen, dass man da wieder runter kann, ey. Wow. Das ist überhaupt nicht übertrieben. Allein schon die zweite ist ziemlich krass, aber das war die nicht. Dann war es die dritte, die richtig schlimm ist. Wow. Okay. Ja, klar, genau, stimmt, die war's. Oh, ne. Dieser Feuerbruder verhaut einfach aufs Übelste. Ich hab voll Schiss. Nein! Warum? Warum, warum, warum? Es ist nicht euer Ernst. Das kann ich echt nochmal rein, wegen der dritten Münze. Ich glaube, das hatte ich damals aber auch. Das ist, ich glaube, ich eine Beschwerde, das ist eine der schlimmsten Münzen in diesem Spiel. Es ist echt so unfair mit diesem Feuerbruder. Das könnte echt von mir sein, von irgendwie Super Mario Maker oder so. Nein! Ich sterbe doch jetzt nicht gegen Bom Bom, vergiss es. ...99. Was, hier kriege ich nichts? Das ist doch voll die Verarsche. Mich hätte es echt mal interessiert, was ich bei 99 kriegen würde. Ja, super, ein Geisterhaus. Das erfüllt mich ja jetzt schon mit Hoffnung. Was passiert jetzt? Ein Nebelsturm. Er verdichtet sich. Und umschließt jetzt das komplette Pilzkönigreich. Beziehungsweise das komplette Schloss. Doch, nehme Pilzkönigreich. Ich meine, Eichenhain ist ja nicht das Pilzkönigreich. So. Auf ins Getürm. Das ist super, ey. Ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht schaffen werde. Oh Mann, ey. Ich hasse diese Dinger. Nein! Okay, nächster Versuch. Ich darf mich da echt nicht treffen lassen. Die Burg ist so klein und doch so gemein. Ich kenne keine Burg, die sonst so fies ist. Also, bei New Super Mario Bros. Wii ist es die in der 7. Welt, meiner Meinung nach, mit den ganzen Bomben. Ich finde die echt ziemlich schwer eigentlich. Dann bin ich so mal Bros. You. Okay, das war nicht nachgedacht, weil ich gerade geredet habe. Weiß ich gar nicht. Um ehrlich zu sein. Und ich habe auch viele Bogen gar nicht mehr in Erinnerung gerade. Auf jeden Fall weiß ich, dass das einer der schlimmsten ist. Was soll das denn jetzt schon wieder? Ganz ehrlich.
gebe diesen blöden Pilz, ey. Und dann. Von mir gibt es auch so wenig Items. Das ist so unfair. Warum denn? Springe ich zu weit oder was ist da los? Ganz ehrlich, das regt richtig auf. Wow. Okay. Wie soll ich hier bitte erstmal durchkommen, um überhaupt oben mal für eine Sekunde stehen zu können, ohne dass der Typ mich da oben... Yes! Yes! Komm schon! Ja! Ja, Mann! Geschafft! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich will hier raus, ich will hier raus. Oh my goodness. Nein! Komm jetzt her! Geht doch. Zum Schluss auch nochmal, ne? Okay, wenn euch dieser Part gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.